Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Vermintide 2. Ich war ja böse und habe hier den Cut gemacht. Oh, und wir können die Laterne hier noch mitnehmen. Und wir gucken mal, dass wir ein bisschen Dingenszeug hier mitnehmen. Ein bisschen hier leben. Und auch was trinken davon. Und wir brauchen mal hier wieder einen Wound-Clear. Ja, noch mal ganz kurz hier gucken, aber wirklich was sehen tue ich da nichts, leider. Ein Stärketrank da, aber das ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir ein bisschen Gas geben, können wir oben einen Stärketrank droppen. Müssen wir mal schauen. 27 Gegner braucht es ja noch. 25. Na gut. Vielleicht werden wir dann hier wo irgendwo einen droppen. Oh, hier ist noch ein bisschen Medi-Supplies, nehmen wir mit. Okay, Ellie geht hoch, dann halten wir hier hinten. So, okay, jetzt kommen natürlich hier ein paar Gegner, die ein bisschen, wo wir nicht so viel Knie dagegen haben. Aber wir schaffen das schon. Wir müssen einfach noch mit ein bisschen mehr hier pushen arbeiten. Sind ja mittlerweile echt super, die Pusher. Also hier die Upser. Aber es liegt halt auch daran, dass, ich glaube, Baden braucht ein bisschen Hilfe. Jawohl. Ich helfe mal Baden, bevor wir hier irgendwo anders hingehen. Und dann gucken wir mal, dass wir das Fass unten vielleicht holen. Ich kann Baden leider nicht heilen. Vielleicht kann ich Baden doch heilen. Oh, perfekt. So. Elgi scheint runterzugehen. Da kann ich gerade nicht folgen. Bin hier gerade ein bisschen beschäftigt mit den Kleinen. So, okay. Ich versuche dann auch mal runterzugehen, schnell. Ellie hat unten das Fass zerstört, das ist auch in Ordnung. Dann spawnt ja das andere Fass da oben. Dann müssen wir gar nicht mehr runter. Ich gehe hier mal ein bisschen weg von der Seite, weil hier irgendwo gleich eine Hookratte kommt. Und ich weiß und will die nicht wirklich hier komplett spüren. So, okay. Oh, ich habe die tatsächlich hier durch die Tür markiert. Interessant. Vielleicht können wir die hier so wegholen. Nice. Die können durch Wände schlagen, können wir auch. Ausgleichende Gerechtigkeit oder so. Na gut, ich halte jetzt die Welle hier oben. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Fass aussieht. Okay, die sind fertig. Nice. Vielleicht haben wir nochmal gleich eine, wie heißt das? Noch eine Patrouille oder einen Monster. Da bin ich mir nicht so sicher. Kann gut sein. Aber das werden wir gleich sehen. So, hier kommt auf jeden Fall noch ein wunderbarer hier Dingens. Ja, einen. Oh, vielleicht Smaller nochmal. Aber ja, insgesamt war die Folge ganz gut. Der Mauler, der uns in der letzten Folge mit einem Overhead verpasst hat. Naja, ich habe den nicht gesehen, dass er hinter der Wand war. Und jetzt könnten wir noch ein Monster so bekommen. Ich kann auch spaßeshalber gucken, ob es hier unten noch was zum Mitnehmen gibt. Es gibt hier nämlich irgendwo eine Kiste. Nö, gibt nichts. Dann geht's hier hoch. Können wir spaßeshalber sogar nochmal eine hoch. Also eine Ebene weiter hochgehen. Wir gucken mal. Hopp, hopp, hopp. Wir können dann nochmal hier in die Kiste gucken. Und die ist auch leer. Welch ein Wunder. Aber ja, insgesamt war es wirklich eine gute Runde. Ich muss gucken, ob ich das Schwert hier vielleicht noch wirklich ein bisschen besser bauen kann. Insgesamt gefällt mir das schon jetzt momentan sehr, dass wir hier quasi so viel, ja, Mobilität jetzt haben und es ist nicht so viel kostet hier zum Wegdrücken. Und wir kriegen ja auch noch mehr Kombos oder beziehungsweise Reworks davon in der Zukunft. Vielleicht nicht mehr das Schwert, aber die anderen Einhandwaffen. Es hieß hier Dodgen und so, Mobilität an sich. Das ist die Idee der Einkampfwaffen. Nee. Und ja, müssen wir gucken. So, den haben wir auch, den Stormwürmer. Aber ja, dann war ich heute mal wieder richtig böse und wir haben eine richtig Mini-Folge für heute. Aber ist hier in Ordnung. So, wir gucken nochmal, dass hier Baden nichts passiert. Ja, da hinten kommen noch ein paar Gegner, die Raketen fliegen auch hier hin und her. Ich glaube, die tun auch weh, wenn man getroffen wird von denen. Aber ja, insgesamt relativ gute Dingens hier, relativ gutes Match. So, Baden will noch ein bisschen hauen, Elgi auch.
Ja, also die Miniguns ist generell auch irgendwie richtig gut geworden jetzt. Es gibt dieses Talent. Baden hat es jetzt gerade leider nicht, aber es gibt hier auf dem Platz, wo ich gerade gezeigt habe, das Talent, dass man quasi Overpressure, also irgendwie Überladung oder so heißt es, kriegt man direkt 25% zurück. Man verliert ein bisschen Leben, aber es sind, glaube ich, auch nur irgendwie 2 oder 5 Leben der ersten Stufe und irgendwie genauso auch mit der zweiten, aber mit der dritten verliert man irgendwie 10 Leben oder so. So 10 Hitpoints. Aber ja, insgesamt eine nette Runde. Ich glaube, ich werde einen Engineer mal bald wieder ein bisschen machen. Und ja, wir gucken mal, dass die nächsten Folgen dann auch gut werden. Bin gespannt auf die ganzen Buffs, die wir noch bekommen für die anderen Einhandwaffen. Vor allem hier Victors Fälschen und so. Das könnte echt noch ein bisschen mehr Liebe vertragen. Aber ja, ich hoffe, euch hat die kurze Folge gefallen heute. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Und bis dahin, tschüss.